Hallo, ihr seid ja immer noch da. Vox, Lance, diesmal am Samstag oder am Freitag Folge 2. Das wird mich mein Zukunfts-Ich mit beschäftigen müssen, was da wohl naheliegender ist. Aber ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Bis dahin kann ich einfach noch hier sorglos spielen, so als gäbe es keinen Morgen mehr. Und einfach mal ein paar feine Ziegelsteine hier hinsetzen. Für die, falls sich der eine oder andere schon gefragt hat nach der letzten Folge, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Steinziegel und dem anderen? Der andere, der hat eher sowas. Dieser grobe Steinziegel zieht, glaube ich, Moos. Nee, das Kopfsteinpflaster zieht Moos. Jetzt bin ich total durcheinander. Der sieht halt ein bisschen, der grobe Steinziegel sieht ein bisschen rustikaler aus. Und der hier sieht halt ein bisschen, ja, stylischer aus. Kann man das so sagen? Ich meine, ihr dürft da gerne selbst mal was zu sagen. Also, euch selbst eine Meinung bilden, wollte ich sagen. Ich war irgendwie gerade vokabulartechnisch nicht ganz auf der Höhe. Was meint ihr denn? Also, ich finde, der sieht schon sehr glatt aus. Sehr ehrlich. Aalglatt. So. Licht aus. Hier ist dann quasi. Dann kommt hier eine Glastür rein. Dann ist hier ein kleiner Balkon. So ein Mini-Balkon. Versteht ihr, was ich meine? So wirklich ein ganz, 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 ganz putziger kleiner Mini-Balkon. Wo nicht mehr drauf passt als ein Sonnenstuhl. Hier. Wo komme ich denn die Kohle jetzt her? Habe ich die eben irgendwo abgebaut aus Versehen? Aus Versehen. Es wird, Freunde. Es wird. Geilomatico. Der DJ. Nee, White Valley von DJ Helium. Wer kennt ihn nicht? Habe ich mir jetzt was auf den Kopf gesetzt? Aber klar. Wenn ich mir erstmal was auf den Kopf setze, dann bleibt das da auch drin. Drauf. Dran. Drunter. So, und hier könnte man ja... hier werde ich definitiv nochmal irgendwie über ein Fenster nachdenken. Jo, mach ich auch. Das kommt weg. Und dann einfach der Vollständigkeit halber wird hier die komplette Wand noch. Wird geknieskettelt. Müsste ich mir überlegen, ob das optisch nicht ansprechender ist, wenn man hier noch auffüllt. Wird natürlich dann ein schwieriges sein, in naher Zukunft das Gesamtbild des Berges so anzupassen, dass das vernünftig aussieht hier oben, dieser Auswuchtungsversuch hier. Aber das, auch das wird mein Zukunfts-Ich sicherlich mit Wohlwollen machen. Ja, das ist Absicht. Ich überlege mir noch, warum das Absicht ist, aber... Das soll nicht aussehen wie eine Tür. Die Methylhacke, die könnte ich eigentlich mal hier oben rauslegen. Die mache ich nur kaputt. So vielleicht. Und da oben... Ah, mein Finger. Ah, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Mein Finger! Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich war natürlich wieder im Tierheim. Diejenigen, die Tierheim nicht mehr hören können, haben gerade abgeschaltet. Ich war natürlich wieder im Tierheim und bin natürlich wieder mit einem Hund Gassi gegangen. Was soll ich sagen? Ich war dumm. Ich war so unglaublich dumm. Ich kann euch einen Tipp geben, den ihr gar nicht braucht, weil ihr eben nicht so dumm seid wie ich. Wenn ein Hund etwas zu fressen findet im Gebüsch, dann ist es... Kann es durchaus sein, dass irgendwo eine kranke Sau rumrennt und Giftköder auslegt. Das kann passieren. Keine Sorge, das ist nur das Intro. Dem Hund geht's gut. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich erzähle euch die traurigste Geschichte der Welt. Kann ich aber gleich nochmal zukommen. Wenn ihr das irgendwo... Wenn ihr das irgendwie... Also, sowas gibt es. Es gibt Leute, die sind so dumm und legen... so dumm und so scheiße im Hirn und so grenzdebil, schwerst behindert, zurückgeblieben. Die legen Giftköder aus, weil die Probleme haben mit dem Hundehaufen, die überall sind. Ja? So zurückgebliebene, grenzdebile, abgefuckte, drogenabhängige Missgepötter gibt's. Ist also auch schon hier in der Gegend passiert. Daraufhin, oder aufgrund dessen, habe ich natürlich als der Hund, mit dem ich ausgeführt habe, plötzlich anfing im Gebüsch zu kauen, bin ich natürlich etwas panisch geworden. Habe ihn, ich möchte sagen, unsanft aus dem Gebüsch gezerrt. Wo ich mir nichts weiter dabei gedacht hatte, als er da reingelaufen ist, weil Hunde laufen immer in Gebüsche, weil da schnüpft, da wird halt auch hingepisst und dann schnuppern die halt da.
habe ihn aus dem Gebüsch gezerrt, habe ihn gesehen, dass er etwas Brotartiges in der Schnauze hielt und habe ihm versucht, dieses Brotartige in seiner Schnauze wegzunehmen. Kleiner Tipp, Profi-Tipp. Hunden nimmt man das Fressen nicht weg. Das ist eine richtig beschissene Idee. Mit Abstand die dümmste, die ich in Verbindung mit dem Tierheim jemals hatte. Aber ich war so, das Erste, was mir in den Sinn kam, war, okay, das könnte ein Giftköder sein von irgendeinem Gestörten. Du musst diesem Hund das jetzt wegnehmen. Das war so präsent in meinem Kopf, dass ich versucht habe, ihm in die Schnauze zu packen und habe, versucht, seinen Kiefer aufzudrücken, weil er das natürlich festhielt. Das hat ihm dermaßen gestunken, dass er natürlich nach meiner Hand geschnappt hat und natürlich getroffen hat. Hunde sind verdammt schnell. Und hatte ich eine nette kleine Spritzblutung am Mittelfinger, rechte Seite. Also ich spiele quasi gehandicapt die ganze Zeit schon. Ich drücke als mit dem Ringfinger die rechte Maustaste, deswegen dauert das manchmal auch ein bisschen länger. Und das war mein Tierheimerlebnis. Aber ich muss auch dabei sagen, einfach, ich finde es immer wieder wahnsinnig interessant, wie Hunde sind. Wie drücke ich das denn jetzt am besten aus? Wie Hunde sich artikulieren, gestikulieren eigentlich viel eher als artikulieren. Auf ihre, in Anführungszeichen, sehr beschränkte Art, weil sie ja nicht reden können, daher beschränkt. 1, 2, 3, 4, passt. Er hat mich gebissen und ich habe die Hand weggezogen und es hat schlagartig angefangen zu bluten. Also wirklich so ein richtig ekliges Spritzbluten halt. Die ganze Hand war rot innerhalb von Sekunden. Bah, furchtbar war das. Und man hat aber an dem Blick von dem Hund gesehen, weil der saß dann, er setzte sich dann automatisch hin, kaute auch nicht mehr auf dem Scheiß rum, den ich versucht habe, ihn wegzunehmen, und schaute mich an. Und anhand der Augenform und des Kopf zur Seite legens und so weiter und so fort, du hast sofort gesehen, vielleicht überinterpretiere ich da auch, das kann natürlich auch sein, weil ich bin ja kein Tierpsychologe oder so, aber ich hatte halt das Gefühl, man hat sofort gesehen, scheiße, tut mir leid. So diese Blitzreue innerhalb von Sekunden. So wie bei einem Kind. Wenn ein Fünfjähriger vor dir steht, ist motzig und du sagst, nee, du darfst aber nicht, weiß ich, Süßigkeiten oder so, und der kommt zu dir und haut dir gegens Bein. Es hat nicht wehgetan oder so, aber du guckst böse runter und er guckt hoch und du siehst neben dem Motzigen eigentlich sofort diesen Gesichtsausdruck von, oh shit, das war das Dümmste, was ich hätte machen können. Und ich hatte eigentlich schon das Gefühl, gerade exakt diesen Kindergesichtsausdruck bei diesem Hund zu sehen. Fragt mich nicht, wie oft ich ihn schon bei Kindern gesehen habe. Ich werde andauernd von Kindern geschlagen. Ich bin im Jugendschwimmen. Nein, das klang jetzt viel zu böse, als es eigentlich sein sollte. Ach ja. Das war echt übel. Hab den Hund quasi übergeben an meine Mitspaziergängerin. Hab gesagt, hier, halt mal. Und bin zurück ins Tierheim gerannt und hab mich da mit dem Erste-Hilfe-Set verarzten lassen. Desinfiziert und hast du nicht gesehen. Und dann ging es zum ärztlichen Notdienst. Nähen war nicht nötig, aber Druckverband und all so ein Scheiß, was man halt so kriegt. Notfall-Tetanus-Impfung, weil ich nicht wirklich dahinter war die letzten Jahre, was meine Impfungen angeht. Die war gerade so am Abflauen, sage ich mal. Also die war nicht komplett ausgelaufen, aber man hätte eigentlich schon mal wieder hin müssen können. Und ja, gab es die halt notfallmäßig. Und bis jetzt, heute Morgen zum Verband wechseln, bis jetzt ist alles gut. Also ich kann die komplette Hand bewegen, ich benutze ja gerade die Maus. Ich hoffe, es bleibt so. Donnerstag habe ich nochmal einen Verbandswechsel und danach muss es ausheilen. Krass, ne? Was ist mir alles so passiert? Ich glaube aber, ich bin der Einzige, der so blöd ist und im Tierheim ehrenamtlich arbeitet und nicht gegen Tetanus geimpft ist. Oder zumindest nur sehr lange her, gegen Tetanus geimpft ist. Was schön hier. Ist ja riesig. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch hier so nochmal so einen Sessel hinmache. Gefällt mir eigentlich echt gut. Hier auch mit dem anderen Boden. Aber gut gemacht. Klopfe ich mir selbst auf die Schulter. Und dann habe ich noch eine Frage, die ich auch schon meinen lieben Twitteranern gestellt habe. Sofern ihr dazugehört, habt ihr sie vielleicht schon gelesen. Falls ihr nicht dazugehört, stelle ich sie hier gerne jetzt nochmal. Weil ich habe keine Antwort bekommen. Und das fand ich schlimm. Das hat mich erschüttert. Hat mich emotional auch sehr destabilisiert. Deswegen hasse ich euch jetzt alle ein bisschen.
Die Frage, die ich habe, sehr gute Frage, ist, was für ein Auto fährt der Nazi? Und doch, ich habe doch, glaube ich, doch Antworten bekommen. Aber jetzt habe ich sie euch gestellt. Was für ein Auto fährt eigentlich ein Nazi? Ne? So ein richtiger Deutscher. Wisst ihr, was ich meine? So ein richtiger Deutscher. Ne? Also jetzt noch nicht mal so diese AfD-Männchen, die da rumlaufen, sondern so ein richtiger Deutscher. Mit einer Glatze. Oder einem Seitenscheitel mit einem Bart. Einer, wie heißt das? Einer Schärpe am Arm mit einer roten Schärpe. Was fährt der für ein Auto? Das ist keine Witzfrage, wo man jetzt irgendwie, wo ich jetzt will, dass ihr da irgendwas einfügt, so Fantasienamen, sondern das ist eine ernst gemeinte Frage, die meine ich ernst. Was fährt ein Nazi für ein Auto? Es gibt meines Wissens keine deutschen Autos mehr. Es gibt Autos deutscher Hersteller, aber wo werden die denn gebaut? Doch nicht hier. Oder hier nur in Auszügen. Also trotzdem Zulieferer ist Japan und hast du nicht gesehen und Vorproduktion findet in Tschechien statt. Oder und so weiter und so weiter. Also selbst der gute Mercedes und der BMW und hast du nicht gesehen und wie sie alle heißen, das sind doch keine urdeutschen Autos mehr. Das ist doch schon seit, wie lange ist das schon nicht mehr so? Oder? Wollt ihr mich da jetzt korrigieren? Möchte nicht ausschließen, dass ihr das könnt, weil mit Autoindustrie kenne ich mich schließlich und endlich nicht aus. Gibt es noch das deutsche Auto? Hm? VW, das Auto. Ich meine, auch die produzieren in Amiland. Soweit ich weiß. Oder verkaufen die nur da? Oder wie läuft das? Warum? Eine Katze! Eine Katze! Eine Katze! Eine Katze, eine Katze, eine Katze, eine Katze, eine Katze, eine Katze! Schnurren die? Ne, das ist die Musik. Das wäre ja geil, wenn die jetzt schnurren würde. Was kann ich mit denen machen? Kann ich den Fisch geben? Wir haben noch 3 Minuten Zeit, um es rauszufinden. Speer? Denkt an die Frage. Nicht die Frage vergessen über meinem Katzenwahn. Wo sind die Fische? Hier sind keine. Das ist nirgends ein Fisch. Oh nein, ich muss was essen. Ich habe nichts zu essen dabei. Och, muss das immer so spontan alles in die Hose gehen? Wo sind die Fische? Oh. Erhol dich, du Saftnase. Lame. So. Ist hier noch irgendwas zu essen im Haus? Verdammt. Aber Kohle, die könnte ich eigentlich mal mitnehmen. Bisschen. Mist. So ein Dreck. Ich will noch ankommen. Ich will noch ankommen. Ich will noch ankommen. Ich will noch ankommen. Yes. Ja, hier sind keine Fische. Oh, ins Wasser gefallen. Ach, verdammt. Ich brauche Kaffee. Stimmt, Kaffee haben wir noch nicht. Die Kaffeepflanze. Es gibt ja noch Kaffeepflanzen. Dann kann man Kaffee machen. Das gibt einen Energieschub. Genau das, wonach es klingt. Kaffee halt einfach. Kann man 30 Sekunden so lange und so schnell arbeiten, wie man will. Das ist im absoluten Notfall sehr wichtig, um aus Situationen wegzukommen, die einem normalerweise das Leben kosten würden. Aber ich habe noch keinen. Und man kann ihn, glaube ich, auch nicht stacken. Das heißt, man hat immer... Entweder nimmt man mehrere Inventarplätze frei dafür ein, oder man hat einfach nur einen. So ein Mist. Ja gut, also jetzt habt ihr mal... Ich war ein bisschen euphorisch, ich gebe ja zu. Habt ihr mal eine Katze gesehen? Zum Wochenende gibt es nochmal den Katzenservice. Haben wir was erreicht hier? Sieht doch eigentlich ganz nett aus, ne? Man könnte jetzt noch überlegen, ob man hier die komplette Wand noch abzimmert und dafür halt hier auch das einfügt für den Turmzimmern-Style. Ob ich das mache oder nicht, überlege ich mir noch. Ob ich die Holzdecke davor setze oder nicht, überlege ich mir noch. Oder ihr sagt es mir, ihr könnt mir gerne sagen, wo ihr gerne möchtet, dass wir hier das fortsetzen. Ich bin da ja offen für alles. Ich habe nämlich jetzt erstmal Wochenende und da wäre es gerade mal Montag früh. Und werde dann hoffentlich Samstag, Sonntag Kommentare von euch lesen. Die mir sagen, worüber ich vielleicht sprechen soll. Die mir vielleicht auch sagen, was ich als nächstes bauen soll. Die mir vielleicht auch sagen, was ich falsch gemacht habe. Ihr könnt mich da komplett beeinflussen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das ist die Hauptvoraussetzung. Ich bin auf jeden Fall erstmal fertig. Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht das gut. Haut rein.
und tschüss.